So, da sind wir wieder dabei. Heavy Traders, ja, die Krise geht weiter. Russland, Ukraine, never ending story, Fragezeichen. Wir werden es erleben, jedenfalls Volatilitäten an den Börsen gegeben. Nicht nur in den Aktienindizes oder generell bei Aktien, sondern auch bei den Rohstoffen. Das wird unser heutiges Thema sein. Also gehen wir gleich mal in die Charts hinein am besten. Erstmal ein aktueller Trade-Update von uns bezogen auf den DAX. Ja, wir sind tatsächlich hier bei Heavy Traders auf der Long-Seite mit einem Call gestern hiermit eingestiegen. Wir hatten tatsächlich auch schon einen guten Lauf, muss man sagen. Ja, auch schon gestern und heute im Tageshoch die 14.100 haben wir eigentlich erreicht. Das war da unser erstes kleines Ziel. Momentan wird der DAX, wie man sieht, zurückgedrängt zu unserem Einstand. Ja. 13.100, genau hier sind wir da gestern Pi mal Daumen in den Trade hier reingegangen. Gut, also wir bleiben weiterhin dabei, solange wir nicht diese 13.800er Marke ist hier auch eingezeichnet in den Chart oder ja, noch ein wenig tiefer könnte es natürlich auch noch möglich sein, dass wir das nochmals sehen könnten bei 13.700. Also das wäre natürlich dann kritischer bezogen auf unseren Trade, könnte der DAX natürlich weiterhin abrutschen. Momentan hält er sich ganz gut, war ja auch unterwegs schon heute über der 14.000er Marke, aber erstes kleines Ziel, 14.100, okay, erstmal wieder abgegeben. Übergeordnet ist auch hier eingezeichnet 14.400, naja, das wäre unser ultimatives Ziel für unseren Trade. Wir traden ja derzeit ganz gerne die Indizes generell und den DAX insbesondere, sowieso ist äußerst volatil, aber auch dadurch entstehen gute Chancen. Also aktuell sind wir auf der Call-Seite hier unterwegs, wir waren auch mal in einem Put drin, also wir drehen das hier bei Heavy Traders. Es geht ja um Trading bei uns hin und her, also beide Richtungen. Wir versuchen da auch nicht jetzt da ewig hier drin zu bleiben in unseren Trades. Wenn er aufgeht, realisieren wir möglichst schnell auch unsere Gewinne, auch durch die Volatilitäten natürlich, die hier gegeben sind. Gut, also so viel zum DAX. Mal sehen, wenn dann die Amerikaner dann später hier in den Markt kommen, was aus dem Ganzen hier wird. Gut, aber das Thema, das eigentliche Thema, ist das Öl. Wahnsinn. Explosionsartig seit den letzten, inklusive heute, 4 Börsentagen. Na, wir hatten ja mal hier so ein Spike hier am 24. Februar. Im Prinzip sind wir beim WTI-Öl auf die 100, 101 Dollar gelaufen, komplett zurückgedrängt worden. Aber so richtig ging das Ganze los, also die Rakete im wahrsten Sinne des Wortes, ja, klingt zynisch. Aber erst schon am 28. Februar ist das ein massiver Lauf. Heute in der Spitze, das wird ja über 116,50 Dollar. Ja, da muss man ein bisschen rauszoomen. Also wir hatten ja auch hier so Marken eingezeichnet, Aufwärtstrend. Es wurde alles nochmal hier auf der Oberseite rausgenommen, gebrochen. Klar, diese ganzen geopolitischen Geschichten. OPEC hat auch sich nochmal zu Wort gemeldet. Müsste eigentlich gestern gewesen sein, zumindest diese Woche. Das kommt auch noch dazu. Dann strategische Ölreserven, die freigegeben wurden. Hilft alles nichts. Also das Ölpreis ist einfach weiterhin hier auf der Nordseite unterwegs, massiv. Also wir zoomen trotzdem mal ein bisschen hinaus. Ich wechsle mal hier auf den Wochenchart. Hier, wo sind wir eigentlich? Ja? Sieht aus wie Niemandsland, Sky's the Limit oder was? Die Frage wird sein, hier, jetzt habe ich es mal richtig dargestellt, das Allzeithoch hier, ne, war bei ca. 150 Dollar. Das ist schon eine Weile her, das war kurz vor der Finanzkrise hier im Sommer 2008. Hier habe ich hier auch eingezeichnet, hier als mögliches Ziel. Aber wichtig wird tatsächlich sein, erstmal dieses aktuelle Niveau rauszunehmen, nachhaltig. Also ein bisschen drüber geschaut haben wir und das ist zwar ja auch fast Sommer, Frühling, Sommer 2011. Ne? Da sahen wir hier im Öl ja längere Zeit, jahrelang, ja, circa 3 Jahre hier seitwärts gelaufen. An diesem Zwischenhoch sind wir bereits angekommen, heute und ein bisschen drüber hinaus, wie gesagt, auch schon. Aktuell wird das Öl ein bisschen zurückgedrängt. Gut, aber die Frage ist hier bei Heavy Traders natürlich, das werden wir später in einem Detail besprechen, was tun? Wir sind ja hier im Trading unterwegs. Kurzfristig haben wir uns tatsächlich für die Short-Seite entschieden, weil das eben so explosionsartig nach oben läuft. Es ist mal an der Zeit, unserer Meinung nach, dass es ein kleiner Rücksetzer kommen kann. Ist ja auch ordentlich gehebelt, was wir uns dafür ausgesucht haben. Sehen wir dann gleich. Ja, und die Idee ist halt eben, dass wenn das Öl ein bisschen zurücksetzt, daran zu profitieren. Also Chance-Risiko unserer Meinung nach relativ gut. Also so viel zu den Charts. Das zugehörige Zertifikat, was wir uns hier rausgesucht haben,
haben einen Put bzw. Short auf WTI-Öl, wird hier eingeblendet mit der Wertpapierkennnummer MD2721. Es kann natürlich sein, dass wir, dass wenn das jetzt zu plötzlich passiert, dass wir uns doch auf die Long-Seite umschlagen, also einen Call sozusagen, uns dann doch nochmal dann raussuchen, wenn diese ganze Short-Idee nicht aufgehen sollte, beziehungsweise den Trade dann doch nicht tätigen und lieber auf einen Rücksetzer warten, um dann die Long-Seite, ja, vielleicht nicht Richtung $150, aber uns reichen ja ein paar Prozente natürlich auch schon aus, dass wir das doch ja nach oben hin ausnutzen, wenn das Ganze doch nochmal mit einem Anlauf Richtung Nordseite gehen sollte, das Öl. Naja gut, bei Brent sieht es ja übrigens genauso aus, ne? Der Chart ist fast identisch, aber besprechen wir natürlich alles dann später um 14.15 Uhr in unserem Team-Trade des Tages. Schaltet ein, registriert euch kostenfrei bei heavytraders.live und schaut uns zu und hört euch das an, wie wir das Ganze nochmal im Detail auseinandernehmen. Also bis später.